Ja, pff, pff. Ja, mach halt eine Doppelkiste draus. Dann mach ich auch. Ja, es ist aber viel zu einfach. Ja, Ja. ich stehe auf einfach. Es macht mich an. So. Weißt du was? Gut. Nee, Und dann hau die ich hier noch Pyramide die sieht so Kohle leer raus. aus. Von hier. Die ist ja auch noch leer. Ja, die Nur sieht so so leer aus. aus, nichts drin. Warum wohl? Ich weiß es nicht, Andi. Ja. So. Oh, Ich Creeper. komme da mal hoch und dann würde Creeper, ich Olli, sagen, kommt komm ihr mal schnell. runter und wir Schnell. schauen. Ja, dann lauf mal. Andi, lauf mal einen Train. Du weißt ja, wie es geht. Ich will, dass die. Warum läuft der nicht ins Loch? Ja, Ah. der soll jetzt bitte nicht. Alter, jetzt ist er hinter mir! Ich bring ihn gerade wieder hoch, ist Lauf, euch lauf, klar, lauf. oder? Lauf, lauf, lauf. Ich mach mal Rambo. Hallo? Hallo? Oh. Nice, Andy. Tiger Boss. So, und wo habt ihr jetzt bitte. Oh, ah ja, ihr habt's drunten. Gar nicht so einfach hier so alles durchzusortieren. Ja, erstmal eine Kiste am Anfang. Oh, das sieht aber nicht schlecht aus. War auch meine Idee. Mob Drops. Klatsche ich mal hier hin, oder? Holz, das ist Bone. Holz. Was haben wir hier schon? Er ist schon mal einigermaßen sortiert. Wo sind denn unsere Diamanten gerade? Wir Die sind doch sind oben. gleich in der ersten linken. In der ersten linken. Ah ja, sehr schön. Beschriftung kommt noch später. Dann können wir das hier noch machen und. Boah, Mann, wie viel Cobblestone wir haben, das ist ja echt 1, ekelhaft. 2, Das 3, Cobblestone haben 4, wir echt zu. wunderschön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 Diamanten haben wir schon, Jungs. Ja, nicht Und einen schlecht. Block, den wir halt brauchen. Den wir wollen. Skelett. Ach, egal. Haben noch mehr Dirt. Aber nicht egal, das Skelett versucht mich runterzuschießen. Könnt ihr mal runterkommen oder Andi wenigstens du, damit wir mal ganz kurz unten schauen, wie Ja, warte, das. dann lege ich nur noch mal. Ich habe noch mal Samtzeug aufgesammelt. Das gebe ich mal Okay. dir. Komm ich. Ja, hier schmeißen wir noch mal alles hin. Sowas von. Essen, 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 essen. Dann Nichts noch. essen. Schnell Ah, ein Weed. Wenn du Stab mich da. Max, wo hast du jetzt mein Zeug hin? Ich wollte schnell noch mein Schwert haben. Smoke weed every Nimm day. dir einfach Every aus der day vor Truhe allem. irgendwas. Das mache ich auch, Maxl. Ja, mach Du das. hast, ich sehe es genau, du hast dir mein Eisenschwert geklaut, Mann. Klar. Ey, Maxl, willst du Zeug wieder haben? Ach, egal, scheiß Nö, drauf. brauche ich nicht. Ja, er hat ja jetzt meins. Ja. Angriff Au. schaut mich. Skill Jump for the win, Alter, ich bin so gut. Autsch. Und ich rede was von Skill Jump. Dann warte ich Ja. mal auf der Leiter. Komm, spring an die Leiter. Sehr schön. Geh du Langsam. zuerst, damit ich dein Zeug nicht aufsammle. Naja, Brauche ich Holz? 19 Hier, Level. zeigt so. Ey, wirklich, das mit diesen Türen, ne? Derjenige, der mich da verarscht hat, ich Da finde liegt das noch echt dein Helm und lustig. deine Axt hier drin. Mit welcher Tür, hä? Wo es hieß, ja, du brauchst so einen Raum wo, mit 15 Türen, damit da drin Villager Ach spawnen. so, ja. Ich fand ihn gut. Ja, Ich fand. schick, aber willst du das echt so mutantenmäßig hoch machen? Breit, groß. Ja, ich wollte dich fragen, wie hoch wir ihn machen sollen. Ja, hä, so hoch. Bis nach da oben halt, oder? Der Raum soll doch nicht ganz hoch gehen, der Beacon soll Ja, aber nur. es sieht doch ultra geil aus, wenn da oben so ein riesiges Loch im Boden ist, finde ich. Das Problem ist, das geht nicht, weil hier unsere Treppe dann irgendwann kommt. Ach ja, schade. Ja gut, wir könnten es da auch oben natürlich dann ein bisschen kleiner werden lassen, zum Beispiel. Oder so. Ist gar nicht so Das einfach, so wäre viel auch hochzuholen. eine. Das wäre eine Idee, ja? Das wäre eine geile Idee. Da machen wir einfach immer kleinere Kreise oben drauf. Und zwar machen wir. Warte mal, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 9 Kreise müssen noch oben drüber. Jetzt muss ich schauen, wie viele auf welche Höhe. 9 mal 2 wären 18. Jetzt lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, passt. Dann machen wir jedes Stockwerk einfach 2 hoch jeweils. Gut, das kann ich auch machen.
Kann ich dir aber auch helfen. Ja, das... Andi, ich brauche aber deine Hilfe auch. Was ist, Maxel? Ich brauche deine Hilfe auch. Dann helf du Maxel, weil ich muss hier nebenbei sowieso auf das Blatt schauen, was ich hier nebenbei offen habe. Na gut, da würde ich dir wahrscheinlich noch einen Weg umgehen. Habe ich hier 3 und hier 2. 3, 2, 1, 1, alles klar. Boah, glücklicherweise wird gerade nicht aus meiner Perspektive aufgenommen, das muss so langweilig sein. 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1. Wer von euch freut sich auch schon so auf die Elder Scrolls Online? Du. Du? Nur ich. Max? Ich fürchte nur du, ja. Ich hab ja Skyrim, aber ich bin nicht so der Skyrim-Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich akzeptiere eure Meinung. Das war's jetzt. Tschüss. Okay. Nee, aber das wird doch ultra geil. Wolltet ihr nicht immer schon mal Skyrim mit anderen spielen? Oder so? So. Ich wollte generell mal Skyrim spielen. Hast du es noch gar nicht gespielt? Ich hab Skyrim noch nie gespielt, nein. Dann kannst du es natürlich nicht beurteilen. Oh, wo brauchst du jetzt meine Hilfe, Maxel? Ja, mir weiter Sachen geben. Das ist schon alles. Echt, war's das? Ach, das ja! Oder? Nee, ist noch ein bisschen was. Fast alles. Wie man merkt, ich bin sofort verstummt. Ja gut, dann wird es so eine Art, dann wird es so eine Art, ja, Zylinder quasi. Ja. Zylinderartig. Können wir dann gleich berechnen. Jetzt hör mir auf, Mathe haben wir schon geschrieben. Mathe brauche ich nicht mehr. Creeper. Nein! Wir haben ja schon einige Enderaugen, aber die bringen uns gar nichts, oder? Ja, die brauchen wir dann irgendwann später, wenn wir den Drachen mal machen. Okay. Wenn wir den Drachen mal machen und so Sachen. Hoho. Ho. Perfekter Reim, du. Sag nicht mal ein Update, da muss ich ihn Olti mal fragen. Wann kommt die Ding-Map vom Gronkh raus, die neue Show-Map? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Er lässt uns halt. Er lässt sich so viel Zeit, Mann. Es ist 3 Jahre her. Echt? Ja, 3 Jahre. Drei Jahre. Alter. Gronkh ist halt ausgelöst. Aber sie ist nicht. Also, es gibt sie noch. Das muss ja dann voll bombastisch werden. Oh, ja, also, da hoffe ich, wenn da was rauskommt, dass da auch was wirklich Hammergeiles rauskommt. Ja, auf alle Fälle, da freue ich mich schon drauf. Ja. Aber ich dachte jetzt eigentlich tausendste Folge will da irgendwie... Weißt du. Hätte ich auch gehofft, aber... Ja, leider nicht. Naja. Ich glaube, ich mache eine Tour mit random Zeugs. Sonst kommen wir da nicht hin. Hä, was habe ich denn hier für einen Scheiß gemacht? So, jetzt stimmt's. Andi, ich hätte gedacht, das war's. Jetzt kommt noch so viel. Oh, ja. Mir zuerst Hoffnungen machen und dann mich so dann fertig fallen lassen. Hast du einen kurzen Moment, hattest du Freude, Maxel? Ja, einen kurzen Moment hattest du Freunde, Maxel. Freunde. Oh. Einen ganz kurzen Moment. Genieß ihn, der wird nie wiederkommen. Okay. Tut mir leid. War nicht so gemeint. Das doch. Ist random, das ist random, das ist random, das ist Mob Drop, das ist... Du bist voll langsam im Sortieren. Junge, sortier du! Kannst es nicht, Maxel. Bist zu schlecht. Auch haben wir keine Eisenkiste? Doch. Nein, wir haben so... Ja, doch haben wir. Dann tust du wenigstens sortiert rein. Ich sortiere ja gerade. Ja, verdammt. Ich glaube, wir machen in letzter Zeit wirklich wieder nicht die allzu spannendsten Aufgaben. Hier, es ist auch nicht spannend, aber es ist wichtig. Ich heb einen Raum aus 3 Jahre lang und das Problem ist, ich hab keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also hier ist ein Stein und hier ein Stein und hier ein Stein und hier ein Stein und hier ist die Spitzhacke kaputt und hier ersetze ich sie durch eine neue und hier ein Stein und hier ein Stein und hier ein Stein und hier ein Stein und hier ein Stein. Hier ein Stein und hier, okay. Und hier kommt ein Stein und hier ein Stein. Wir wissen, worauf du hinaus willst. Gut.
Oh, noch mehr Türen, Mann. Wie viele habe ich denn damals gemacht? Ja, Max, das frage ich mich auch. 15 wahrscheinlich. Junge, die komplette Kiste ist fast voller Türen. Na. Ah ja, eine Sache, über die man reden könnte. E3 ist ja jetzt vorbei, ne? Ich hab ein bisschen was mitgekriegt. Nein. Battlefront 3. Battlefront 3. Was sagst du? Ja, richtig geil. Echt? Auch. Moment, ist es schon draußen? Nein, ja. es wurde gerade mal angekündigt. Boah, Mann, ich freue mich so drauf, ich würde mir das direkt kaufen. Ja, ich werde mir das auch direkt kaufen. Das werde ich mir wahrscheinlich auch sicher. Ich werde das suchen und dann werde ich Meister, ich sehe es schon kommen. Da machst du Let's Play. Ja, wenn ich Meister bin, dann mache ich Let's Play, wenn ich dann so voll gegen die Liga. Gleich Let's Play. Ja, eben. Ich werde, also wenn ich jetzt das Singleplay-Projekt anfangen will, was ich wirklich anfangen will, dann bin ich in dem Spiel zwar so scheiße, aber das Spiel ist einfach so geil. Ist das noch geheim? Das ist jetzt noch geheim, ich kann es aber nachher sagen. Okay. Olli, kenne ich das Spiel? Das könnte es sein. Du kennst das Spiel, ja. Company of Heroes. Oh, jetzt ist er still. Fuck you, Andy. Na, egal. Ja, habe ich mir so gedacht, weil ich meine, der zweite Teil ist jetzt rausgekommen, ja. Und ich will mir eigentlich schon holen und dachte ich mir, nimmst halt mal den Einsatz davor auf, nachdem ich das sowieso noch nicht durch hatte. Und gut, ich werde wahrscheinlich erstmal die Standardkampagne, also ich hatte zwar alle Erweiterungen, aber ich werde erstmal einfach die normale Kampagne Let's Play und mal schauen, wie es dann so ist, vielleicht mache ich noch mehr. Das Spiel hat was. Ja, Spiel mag ich auf jeden Fall. Und der zweite Teil, ich weiß nicht, ob du dir die kostenlose Beta-Version da geholt hast, als sie für 2 Wochen da free war. Ich hab's nicht geholt, ne. War auf jeden Fall auch geil, also ich fand's echt cool. Okay. Hat wirklich Spaß gemacht, ist ja jetzt rausgekommen. Übrigens habt ihr gesehen, also habt ihr wahrscheinlich nicht, aber auf Steam, das ist so geil. Es gibt, good job Andy, easy. Es gibt 2 Versionen von dem Spiel. Es gibt die Digital Deluxe Version. Digital Deluxe. Digital Deluxe, Max, hast du was gegen Englisch? Ja. Und die Standardversion. Die Standardversion kostet 49,99. Die digitale Deluxe-Version, ja. Ja. Oder warte, lass mich ganz kurz nachschauen. Die VIPs, oder? Die kostet. Warte. Ich will's gar nicht wissen, 100 Euro. Nee, oder? Nicht so viele. Ich glaube 79,99. Oh, ja. Das ist trotzdem recht viel. Genau. Die Standardversion kostet 49,99. Die Deluxe-Version kostet. Andi, willst du vielleicht mal dein Zeug wieder abholen hier unten? Boah, ist da was runter? Ja, nee, das schenke ich dir, weil ich habe jetzt ich habe die Leiter weggesprengt. Na, eine Fresse. Ja gut, Helm brauche ich sowieso. Ja. Brustschutz auch, danke. Gern geschehen, gern geschehen. Auf jeden Fall die und Schuhe hängen hier auch noch irgendwo rum. Andi, ja. Wenn du auch hier nur irgendwas kaputt machst. Die kostet? Die Standardversion kostet 49,99, die Deluxe-Version kostet 79,99. Das coole ist, du kannst die Standardversion zur Deluxe-Version upgraden für 28 Euro drauf. Bedeutet? Jetzt 49,99 plus 28 Euro ist 78,99 Euro. Ja. Bedeutet, du sparst dir 1 Euro. Boah. Ja. Aber gut, und was ist dann in der Digital Deluxe Edition? Digital Deluxe Edition, ich kann kurz nachschauen, warte, ich hab Steam offen. Ich bin fertig, das muss jetzt raus. Arma 2 Complete Collection, 50% off. Nice. Ja. Wir haben die doch Complete, oder? Wir haben nicht Complete, wir haben nur ein DLC. Nicht Complete, ah ja, kann sein. Warte, was hast denn? Digital Deluxe, 24 Fahrzeugskins, hier noch, ein Commander Pack. Okay. Irgendeine Bildumrahmung und du kriegst Company of Heroes 1 komplett. Okay, wenn man es 1 noch nicht hätte, könnte man da wirklich drüber nachdenken, aber sonst so. Ich möchte nur sagen, auf Gameladen kostet es 32 Euro. Das Spiel. 1er. Nee, das 2er. Ach
So. Hier 50, also auf Steam 50 Euro Game laden, also ja, dann würde ich ohne jetzt Werbung, okay, um Werbung zu machen, gameladen.com oder .de, was weiß ich, auf jeden Fall sehr gute Seite. Das ist jetzt aber nur zum Release 5% runtergesetzt, aber woher kriegen die Spiele so billig? Das sind ja keine russischen Keys. Frag mich nicht, nein, das sind ganz normale deutsche legale Keys, also legal geklaut. Legal geklaut.